Jetzt sollte es eigentlich funktionieren, ihn fertig zu machen. Mit Ihnen rede ich nicht, gehen Sie weg! Machen Sie schon auf, Sie wollen Beweise und ich habe Beweise. Du bist geliefert, Junge. Ich weiß, was du dir in Beverly Hills geleistet hast. Was? Lass mich rein. Ich komme so oder so rein, mach es dir lieber nicht zu schwer. Schon klar, ich lass sie herein. So, mein Gutster. Hey, dieser Artikel. Der Typ, der in Beverly Hills überfallen wurde, heißt Damon. Das ist derselbe Name wie der auf dem Studentenausweis. Das ist... Und jetzt raten Sie mal, was in der Damon Villa gestohlen wurde. $30.000 und ein Revolver. So. Bla bla bla. Muss ich ihm noch das Geld zeigen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß, warum sie den Revolver im Wäschewagen versteckt haben. Sie sind ja total irre. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich weiß nichts von dieser ganzen Sache. Was? Bevor Sie so etwas behaupten, sollten Sie Beweise haben, um Ihre Behauptung zu belegen. Beweise? Schätze, ich brauche etwas mehr an diesen... Ja, ja. Ab jetzt will er auch Beweise bei den anderen. Alles klar. Wo ist er denn? Da. Ja, wir kriegen dich. Ihr echter Name ist Jeff Damon, oder? Nein! Jetzt muss ich Ihnen das noch sagen. Ich heiße Jeff Angel. Ach so, okay. Wenn das so ist. Aber das ist doch... Mein Studentenausweis. Echter Name ist doch... Jeff Damon. Der Beweis befindet sich auf Ihrem Studentenausweis. Wieso verstecken Sie Ihren echten Namen? Ist der Name meines Vaters. Ich brauche diesen Namen nicht. So, so. Was haben Sie eigentlich gegen den Namen Ihres Vaters? Einen miesen Typen wie ihn will ich nicht zum Vater haben. Das ist der Grund. Ich weiß, warum Sie den Revolver im Wäschewagen versteckt haben. Das haben Sie getan, damit die Waffe von jemandem gefunden wird. Sie haben die Waffe aus Ihrem eigenen Haus geklaut. Ja? Und wo ist das Problem? Wieso haben Sie die Knarre da versteckt, wo sie sofort gefunden wird? Ich habe mir gedacht, wenn jemand die Kanone findet, kommen erstmal die Cops. Das ist alles. Sie haben das Geld versteckt, das in meinem Zimmer ist. Ich habe es Ihnen noch gesagt, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ja, ja, ich muss Ihnen das Geld noch zeigen. Stimmt, da war ja was. Das ist... Was machen Sie eigentlich mit so viel Geld? Haben Sie das von Mama und Papa weggenommen? So, jetzt fick ich dich. Gibt einen Grund, warum Sie das Geld in meinem Zimmer versteckt haben. Sie mussten das Geld verstecken oder Sie wollten mir Ärger machen? Sie wollten mich hochgehen lassen. Also haben Sie den Zweitschlüssel besorgt und das Geld in mein Zimmer versteckt. Unschuldige Leute machen so etwas nicht, Junge. Der Einzige, der bei so etwas Ärger bekommt, ist meistens der Täter selbst. Wieso haben Sie das also getan? Sind 20 Riesen für Sie etwa nur Spielgeld? Oder dachten Sie, ich wäre so ein Trottel, dass ich auf diese Sache reinfallen würde?
Ist diese ganze Sache für Sie etwa nur ein Spiel? Ist es das? Hören Sie auf, sich wie ein Idiot zu verhalten. Werden Sie erwachsen. Erwachsen werden. Als ob man mir das nicht schon oft genug gesagt hätte. Sie hören sich genauso an wie er. Ist Ihnen das eigentlich klar? Echt widerlich. Hören Sie auf, mich wie einen Idioten zu behandeln. Ich bin kein Kind mehr. Und tun Sie nicht so, als würden Sie irgendwas über mich wissen. Ich höre mich an wie wer? Hm? Na, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen erwachsen werden, oder? Sie haben gesagt, ich höre mich an wie irgendjemand. Ja, wie mein Papa. Papa? Sie wollen mir sagen, dass jemand wie Sie zu seinem Vater noch Papa sagt? Und? Was ist das Problem? Oh, nichts. Wahrscheinlich. Also, was für ein Mann ist denn Ihr Papa? Was für ein Mann er ist? Wie verdient er zum Beispiel sein Geld? Er ist Anwalt. Anwalt? Na, dann hat er doch einen ziemlich guten Job. Nicht die Spur. Hören Sie, wenn ich in so einer Position... Sie liegen daneben, total daneben! Mein Papa ist ein echter Drecksack! Ist Ihr Vater wirklich so schlimm? Viel schlimmer! Er ist ein arroganter Sack, der glaubt, dass er grundsätzlich im Recht ist. Und er traut niemandem außer sich selbst. Nicht einmal seiner eigenen Familie. Hören Sie, mir ist es egal, ob Sie Angel heißen oder Damon oder irgendwie sonst. Im Grunde genommen ist mir sogar egal, wem das Geld hier gehört, okay? Ich will nur wissen, warum Sie es getan haben. Das verstehen Sie doch sowieso nicht. Wieso reden wir überhaupt über die ganze Sache? Mich versteht doch sowieso niemand. Jetzt hören Sie schon auf. Sie sind im Grunde genommen ein offenes Buch für mich. Ich hatte Sie schon durchschaut, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Sie sind ein Lügner. Was denken Sie eigentlich, was Sie von mir wissen? Also, wo soll ich denn bloß anfangen? Sie haben nie im Leben richtig gearbeitet. Deshalb wissen Sie nichts über den Wert von Geld. Deshalb stehlen Sie Ihrem Vater einfach so 20.000 Dollar, ohne lange nachzudenken. Ich dachte, es waren 30.000. Sie nehmen das Geld und verwenden es, nur um ein wenig Aufmerksamkeit zu erhalten. Eine Knarre haben Sie noch nie abgefeuert, aber Sie stellen sich oft vor, wie es wohl wäre. Was es aber bedeutet, einen Menschen zu erschießen, das wissen Sie nicht. Sie wissen nicht, was es heißt, jemanden umzunieten, ihn langsam verbluten zu sehen. Deshalb werfen Sie eine Knarre in den Wäschewagen, also als ob es ein Stück Abfall wäre. Ich weiß nicht warum, aber Sie wollten Ihrem Vater eine Lektion erteilen. Deshalb haben Sie sich mit seinem Geld und seiner Waffe aus dem Staub gemacht. Sie hatten aber leider keinen Plan, was Sie damit machen sollten, oder? Noch schlimmer, Sie hatten gar keinen Plan, wohin Sie überhaupt fliehen sollten. Also finden Sie die Kleine mit der Hotelbroschüre und landen so in diesem Hotel. Hier treffen Sie dann mich, einen abgerissenen Vertreter. Nicht zu clever, nicht zu gefährlich. Also jubeln Sie mir die Beute unter. Und warten, dass Papa sie wieder lieb hat. Das habe ich nicht. Ich bin noch kein... Genug! Ich bin noch nicht hier, um irgendwie mein Gemecker anzuhören. Wie ein verdammtes Schaf. Sie werden mir alles erzählen. Und Sie erzählen es mir jetzt. Passen Sie auf, ich frage nicht nochmal. Schon gut, schon gut. Sie haben ja recht. Sie haben in der echten Welt gelebt und ich? Nur ein kleiner Junge. Nur ein verdorbener, reicher Bengel. So viel weiß ich auch. Und was weiter? Es ist wahr. Alles, was Sie gesagt haben. Ich kann meinen Vater nicht leiden. Kann nicht verzeihen, was er ist und was er tut. Was ich getan habe, habe ich doch nur getan, um irgendwie zu ihm durchzudringen. Ich hatte keinen Plan, hatte einfach nur den Safe geöffnet und sein Zeug genommen.
aber ich hatte keine Ahnung, was er getan hat, bis ich die Zeitung gesehen habe. Er wusste, dass ich es war, der sein Geld genommen hat. Und die verdammte Knarre. Er wusste, dass ich es war. Und trotzdem ruft er die Cops. Wissen Sie, was meine Eltern jetzt tun? Mutter liegt auf dem Sofa und weint. Und Papa? Er erklärt ihr, dass er das alles nur für mich tut, um mir etwas beizubringen. Sie wollen wissen, was für ein Mensch mein Vater ist? Das kann ich Ihnen sagen. Er ist ein Verteidiger. Und nicht irgendein Verteidiger, er ist der Beste. Ein echtes Genie. Wenn Papa sie verteidigt, überzeugt er die Geschworenen von ihrer Unschuld. Egal was war. Deshalb geben die Leute ein Vermögen aus, um ihn als Anwalt zu bekommen. Und solange sie zahlen, ist es meinem Vater egal, was sie getan haben. Diebstahl? Gut. Raub? Logisch. Steuerhinterziehung? Na klar. Mord? Mein Vater ist ihr Mann. Er haut jeden raus. Sogar die Syndikate. Verdammt, gerade die Syndikate. Syndikate? Logo, im Moment arbeitet er für eine Bande namens Nile oder irgendwie so. Was? Jeffs Vater arbeitet also für Nile, oh Mann. Ja, so ist das, so ist er. So ein Mann ist mein Papa. Echter Abschaum, oder? Und wie haben Sie das alles rausgefunden? Manchmal bringt Papa diese Typen mit nach Hause. Echte Kotzbrocken, Sie verstehen? Er sagt dann, sie haben etwas zu besprechen, worüber man im Büro lieber nicht spricht. Und ich höre manchmal zufällig, worüber sie reden. So habe ich alles erfahren. Dass diese Typen zu Nile gehören, meine ich. So ist das also. Papa verdient ein Heidengeld mit der Verteidigung dieser Verbrecher. Dann ist doch nur okay, wenn ich einen kleinen Teil davon abzweige, oder? Einen kleinen Teil? Ich bin wohl in der falschen Branche. Und was ist jetzt der Plan? Seit ich weiß, dass Papa die Polizei gerufen hat, denke ich, dass er warten wird, bis ich angekrochen komme. Und um Verzeihung, Winsle. Warum auch nicht? Bis jetzt habe ich das schließlich auch immer getan. Aber jetzt nicht mehr. Ich bin nicht mehr so wie früher. Ich werde ihn bloßstellen. Darum habe ich diese Komödie veranstaltet. Ich wollte, dass Dunning die Polizei ruft. Ich dachte, die Polizei wird mich schon durchschauen. Und dann verhaften. Wenn ich verhaftet werde, bedeutet das natürlich auch Ärger für meinen Vater. Wenn dann die Presse kommt und fragt, wieso ich es getan habe, erzähle ich ihnen alles. Erzähle ihnen, was für ein Verbrecher mein Vater ist und die ganze schmutzige Wahrheit. Was ist daran so komisch? Junge, so einen Blödsinn habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Was? Sie wollen ihren alten Herrn unter die Erde bringen? Nein, ich... Jetzt machen Sie doch nicht lächerlich. Ich werf das Geld, den Revolver, der zum Glück gesichert ist, und den Studentenausweis auf den Boden. Das gehört Ihnen. Nehmen Sie es und gehen Sie heim. Sie reden mit Ihrem Vater. Sie denken, Sie haben einen guten Plan und dass Sie unglaublich clever sind. Was passiert denn, wenn Sie der Presse erzählen, dass Ihr Vater mit Gangstern arbeitet? Sie denken, Nile sieht sich das alles an und wartet ab, bis der Staatsanwalt anklopft. Dann reden Sie doch mit der Presse. Sie und Ihr Papa, Sie werden beide kaltgestellt. Aber... Ruhe! Sie wollen, dass Ihr Papa nicht mehr für Nile arbeitet und trotzdem weiterlebt? Dann gehen Sie heim und machen Sie nie mehr so eine Dummheit. Aber wie... Was soll ich denn tun? Sie wollen, dass Ihr alter Herr sich ändert? Dann ändern Sie sich zuerst. Befreien Sie sich aus Ihrer Abhängigkeit. Lernen Sie, auf eigenen Füßen zu stehen. Mr. Hyde. Tun Sie das und Ihr Vater kommt von selbst auf Sie zu. Zeigen Sie ihm, wie man lebt. Glauben Sie mir, genau das wird passieren.
Sieht so aus, als hätte ich den Fall mit Jeff und seinem Diebstahl gelöst. Trotzdem. Es ist unglaublich, dass Jeffs Vater eine Verbindung zu Nile hat. Die Zufälle häufen sich hier schneller, als ich sie zählen kann. Wie oft habe ich schon den Namen Nile gehört, seitdem ich hier angekommen bin? Ich sollte besser erstmal durchatmen und meinen Kopf freikriegen. Bevor ich weitermache, muss ich erstmal die Fakten sortieren. Als mir Summer alles erzählt hat, ging ich zurück auf mein Zimmer, wo mich Rachel anrief und mir über das Bild Engel, der eine Tür öffnet, erzählte. Das Bild wurde vor 3 Jahren aus einem Kunstmuseum in New York gestohlen. Wir sprachen, dann wollte ich zu Rosa gehen und traf auf dem Weg dorthin Jeff. Jeff fragte mich, ob Dunning was gesagt hat. Ja, korrekt. Genau das hat der Kerl doch gesagt. Er grinste über das ganze Gesicht, als ob er sich freute, dass man ihn ausgeräumt hat. Rosa hat mir gesagt, dass Mila Fieber hat. Ich bin dann zu ihr gegangen und habe mein Notizbuch verwendet, um mit ihr zu reden. Dabei habe ich den Namen ihres Vaters erfahren. Er lautet Robert Evans. Ja, korrekt. Milas Vater heißt Robert Evans. Das Armband, das sie trug, war ein Geschenk von ihm. Ich flickte Melissas Puppe wie ein Profi zusammen. Melissa hat mir dafür erzählt, dass sie Jeff gesehen hat, als er aus meinem Zimmer kam. Jeff bedeutet Ärger. Also bin ich in den Waschraum gegangen, um mich umzusehen. Was ich dort fand, war eine ziemliche Überraschung. Es war ein Revolver. Ja, genau. Ich habe ihn unter einem Berg schmutziger Laken im Wäschewagen gefunden. Abgesehen davon ein echtes Schmuckstück. Louis kam in den Waschraum, also erzählte ich ihm von dem Revolver und dem Geld. Wir waren beide sicher, dass Jeff dahinter steckt. Deshalb fühlten wir ihm auf den Zahn. Louis lenkte Jeff ab und ich sah mich ein wenig in meinem Zimmer um. In seinem Zimmer, Entschuldigung. Als ich mir Jeffs Jacke ansah, fand ich etwas heraus. Und zwar... Da, den Studentenausweis, genau. Ja, korrekt. Ich fand Jeffs Studentenausweis in seiner Jackentasche. Mir fiel der Name auf und da merkte ich, dass Jeff einen falschen Namen benutzt. Ich fand Beweise, dass Jeff sich seine Geschichte zusammenlügt. Also konfrontierte ich ihn mit den Tatsachen und fragte, was er eigentlich vorhatte. Jeff erzählte mir von seinem bescheuerten Plan und wie sauer er auf seinen Vater war. Sein Vater ist übrigens Larry Damon und er verdient sein Geld als Anwalt. Ja, genau, Jeffs Vater ist Anwalt. Hat mich ganz schön umgehauen, dass der alte Herr für Nile arbeitet. Irgendwie tat mir Jeff ja auch leid. Schon wieder ein Vater-Sohn-Konflikt. Zumindest eine Sache konnte man daraus mal wieder lernen. Leute machen dummes Zeug. Aber wenn man sie fragt, haben sie meistens einen guten Grund dafür. Und du, Bradley? Warum hast du es getan? Welchen Preis haben sie dir gezahlt? Vielleicht ist das alles, was ich wissen will. Der Grund, warum ich Gespenster jage. Die Sonne geht unter und das Hotel Dusk versinkt in der Dunkelheit. Schatten machen sich breit und ich nähere mich langsam der Wahrheit. Ja, das Spiel können wir gleich mal speichern. Kapitel 6. Oh, yeah. 21 bis 22 Uhr. Schön. Es ist 9 Uhr. Die Bar sollte gleich öffnen. Wenigstens weiß ich jetzt über Angel Bescheid. Das kann ich ruhig begießen. So, okay. Ja, wir haben wieder ziemlich viel rausgefunden, meine Freunde. Und ich würde mal sagen, ich muss diesen Part in 2 aufteilen, weil er ist einfach so lang und das mitten im Spiel drin,
kann man aufteilen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, das werde ich auch. Ich werde diesen Part in zwei Parts aufteilen. Und ja, das seht ihr dann, würde ich einfach mal sagen. Wir haben auf jeden Fall sehr viel erfahren über den guten Jeff Angel oder besser gesagt Jeff Damon. Und im nächsten Part werden wir uns mal die Bar ein bisschen anschauen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Hotel Dusk für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.